Die NPD-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Greifswald ist wieder mal vor Ort, diesmal in Morchin, einem der vielen kleinen Ortschaften im Landkreis. Hier läuft wie überall im Augenblick eine Art Enteignungsprogramm, faktisch. Es hat in der DDR schon Enteignungen gegeben. Damals wurden die Leute aus ihren Häusern im Grenzstreifen verjagt und ihre Grundstücke wurden hinweggenommen, weil man dort freie Bahn haben wollte. Und die linke Landrätin, früher in der SED, scheint an diese Tradition in gewisser Weise anknüpfen zu wollen. Sie ist mitverantwortlich als Entscheidungsträgerin des Jobcenters, dass jetzt die Leute in großer Zahl aus ihren Häusern und auch ihren Ortschaften vertrieben werden. Das hat folgenden Hintergrund. Bisher wurden Eigenheimbesitzer, die Hartz IV bezogen, in der Hinsicht in Ruhe gelassen, dass man von ihnen nicht verlangte, ihre Häuser zu verkaufen. Sie bekamen halt ihre Hartz IV-Bezüge, aber konnten in ihren Häusern bleiben. Das hat das Jobcenter jetzt geändert. Ab Anfang des Jahres kamen sehr viele Briefe an bei den Leuten vom Jobcenter und da wurde verlangt, dass die Betroffenen sich beteiligen sollten an der Wertermittlung ihrer Häuser. Die Häuser mit Grundstücken durften nicht größer als 800 Quadratmeter sein, das ist im ländlichen Raum noch angemessen. Und die Häuser mit Grundstücken durften auch nicht wertvoller sein als das Schonvermögen der Betroffenen. Das sind 150 Euro pro Lebensjahr, das heißt ein Ehepaar von 50-Jährigen hätte 16.500 Schonvermögen. Und wer das Pech hat, ein Grundstück zu haben, dessen Wert höher eingeschätzt wird, von dem wird verlangt, dass er das gefälligst zu verkaufen hat, bevor er wieder Leistungen kriegt. Das nächste Schreiben nach der Wertermittlung ist dann ein Bescheid, in dem die Leistungen eingestellt werden. Es wird gesagt, Sie kriegen nichts mehr, verkaufen Sie zuerst Ihr Haus. Und für den Zeitraum, in dem Sie das Haus verkaufen, können Sie ein Darlehen bekommen, aber auch nur dann, wenn man nicht noch zusätzliches Schonvermögen hat. Wer noch ein paar tausend Euro zusätzlich auf dem Konto hat, der muss die erst verbrauchen. Das ist ein unglaublicher Skandal, denn damit verbunden ist nicht nur der Zwang, die Häuser zu verkaufen, sondern auch die Ortschaften zu verlassen. Denn in den Bescheiden steht erstens, es ist keine besondere Härte, wenn Sie Ihr Haus verkaufen müssen, selbst wenn Ihre Familie da seit drei Generationen gelebt hat. Und zweitens, wenn Sie dann keine Unterkunft finden, hier in Morchin werden wenig Mietwohnungen zu finden sein zum Beispiel, dann ist es auch zumutbar, dass Sie Ihre Ortschaft verlassen. Das heißt, wir haben hier faktische Enteignung und Vertreibung von Deutschen aus ihren Dörfern. Und das alles nur, weil das Jobcenter meint, Geld sparen zu müssen, weil das Geld offenbar für Ausländer gebraucht wird. Aber Schimpfen alleine hilft ja nichts. Man kann das politisch verurteilen. Man muss sich auch überlegen, was man in der Praxis dagegen tut. Deswegen sind wir mal in den Ort Blesewitz umgezogen. Das ist ja an sich eine Idylle, hier haben wir einen See, da haben wir eine kleine Kirche und Bänke. Alles könnte so schön sein, wenn das Jobcenter nicht wäre. Denn hier in Blesewitz sind allein drei Familien von dieser Aktion betroffen. Und wenn das Jobcenter mit seinen Plänen durchkommt, dann müssten hier in diesem kleinen Dorf drei Familien ihren Ort verlassen und ihre Häuser verkaufen. Insgesamt, das hat eine Anfrage der NPD-Kreistagsfraktion ergeben, gibt es 1400 Bedarfsgemeinschaften, als Tierempfänger, die Eigentümer von Häusern sind. Und die sind alle potenzielle Ziele dieser Vertreibungs- und Enteignungsaktion. Manche werden Glück haben, dass ihre Grundstücke zu klein oder nicht wertvoll genug sind, aber der Großteil dürfte betroffen sein. Also quasi eine Massenvertreibung und Massenenteignung. Die Frage ist, was macht man nun dagegen, wenn man betroffen ist? Punkt 1. Wenn das Schreiben kommt, dass man aufgefordert wird, an der Wertermittlung des Hauses mitzuwirken, sollte man das tun. Wenn man es nicht macht, stellen die einem sofort die Leistung ein, mit der Begründung, man hätte sich nicht beteiligt an der Ermittlung der eigenen Bedürftigkeit. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man alles, was den Wert des Hauses mindern könnte, was dafür geeignet ist, den Kaufpreis runterzusetzen, auch dokumentiert. Es ist ja nicht so, dass man als Hartz-IV-Empfänger auf Rosen gebettet ist und das Haus ganz toll renovieren lassen kann, sondern da sind überall so kleine Schäden. Das lässt sich kaum vermeiden. Das sollte alles dargelegt und dokumentiert werden, damit man den Wert drückt. Damit man auch hinterher eine Argumentationshilfe hat, wenn man sich mit dem dem Jobcenter und auch vom Sozialgericht dann mit denen auseinandersetzt. Wenn man das gemacht hat, auf jeden Fall Punkt 2, Widerspruch einlegen. Widerspruch gegen den Bescheid, dass man keine Leistung mehr bekommen soll, solange man das Haus nicht verkauft hat. In diesem Widerspruch sollte man als Kernpunkte anführen,
Erstens ist es eine besondere Härte, dass man vielleicht nach mehreren Generationen den Familiensitz verlassen muss, dass man gegebenenfalls aus dem Heimatort ausziehen muss. Und man sollte auch darauf hinweisen, dass es unverhältnismäßig ist, vielleicht wegen ein paar tausend Euro, die das Haus wertvoller ist als das Wohnvermögen, das ganze Eigentum aufgeben zu müssen. Nachdem man diesen Widerspruch eingelegt hat, sollte man auch Klage erheben. Wenn der Widerspruchsbescheid kommt und das Jobcenter sagt, das ist alles völlig in Ordnung, das ist keine besondere Härte, verkaufen Sie gefälligst Ihr Haus und das ist auch nicht unwirtschaftlich, dann vor das Sozialgericht gehen, das ist kostenlos. Nicht? Sie müssen dazu nicht Jura studiert haben, es ist natürlich angebracht, sich irgendwo rechtliche Hilfe zu suchen. Wenn Sie das aber aus irgendwelchen Gründen nicht können, dann reichen Sie da einfach die Klage ein mit der Widerspruchsbegründung, schreiben Sie den ganzen Sachverhalt auf. Das muss keine juristische Doktorarbeit sein. Hauptsache, dass Sie dem Gericht alle Fakten mitteilen, die erforderlich sind. Wichtig ist auch, ein Darlehen zu beantragen. Da verschrecken manche zurück und sagen, das kann ich ja nicht zurückzahlen. Das Problem ist nur, wenn Ihnen die Leistungen gestrichen werden, dann haben Sie erstmal gar kein Geld. Und wenn Sie kein Vermögen haben, von dem Sie leben können, dann kommen Sie in richtige Schwierigkeiten. Deswegen ist es angebracht, erst einmal zu beantragen, dass man die Leistung als Darlehen kriegt. Wenn sich hinterher dann rausstellt, dass der Hausverkauf unrechtmäßig war, kann man beantragen, dass das Darlehen wieder umgewandelt wird in normale Leistungen. Da muss man es nicht zurückzahlen. Und wenn man es doch verkaufen müsste, in dem Fall könnte man das Darlehen dann vom Kaufpreis zahlen. Wenn man denn irgendwann einen Käufer überhaupt finden würde, was ich noch bezweifle. Das müssen Sie selber wissen, ob Sie noch ein bisschen Geld haben, von dem Sie leben können. Wenn Sie es nicht haben, beantragen Sie das Darlehen. Sie müssen es aber explizit beantragen, Sie kriegen es nicht einfach so. Und der Kernpunkt des Ganzen, wie man da rauskommen kann, ist die Teilung des Grundstückes. Nehmen wir an, Sie haben ein Grundstück, das 2000 Quadratmeter groß ist. Was Sie haben dürfen, ist eines, das 800 Quadratmeter groß ist. Problem, Sie könnten jetzt das Grundstück teilen, grundstücksrechtlich. Sie könnten zum Grundbuchamt gehen und sagen, ich möchte daraus zwei Grundstücke machen. Da müssen Sie aber vorher zum Kataster- und Vermessungsamt. Und das Kataster- und Vermessungsamt verlangt hohe Gebühren für die Vermessung und für die Teilung des Grundstückes. Das sind, so 1 Euro pro Quadratmeter, kann man sagen. Wenn Sie 2000 Quadratmeter Grundstück haben, zahlen Sie auch 2000 Euro Gebühren. Und die große Schweinerei des Jobcenters ist es die, die sagen, solange das Grundstück nicht geteilt ist, ist es als Einheit zu bewerten. Dann sind das ja 2000 Quadratmeter, Sie müssen alles verkaufen. Sie müssen es teilen. Dann brauchen Sie nur die 1200 verkaufen und die 800 können Sie behalten. Aber das Geld für die Teilungsgebühren haben die wenigsten. Und das Geld für die Teilungsgebühren gibt Ihnen das Jobcenter auch nicht. Ich kenne ja schon Fälle, wo die Leute das beantragt haben, dass sie das als Hilfe in besonderen Lebenslagen kriegen, wird abgelehnt. So, und das ist dann der Trick. Teilen Sie das Grundstück, Sie können sich das nicht leisten, Pech gehabt. In dem Fall ist zu raten, auf jeden Fall runterzugehen zum Katasteramt, in Anklam ist das in der Mühlenstraße, sich dort einen Kostenvoranschlag geben zu lassen darüber, was die Teilung des Grundstückes an Gebühren erfordert. Das ist bisher kostenlos gewesen. Inzwischen ist der Massenansturm aber da so angewachsen, dass die 10 Euro verlangen, habe ich gehört. Vielleicht haben Sie ja noch Glück, aber ich habe gehört, die verlangen jetzt 10 Euro. Die müsste man dann bezahlen, damit man dann diesen Kostenvoranschlag hat. Und dann stellt man einen Antrag darauf, dass das Jobcenter diese Teilungsgebühren übernimmt als Hilfe in besonderen Lebenslagen. Da müsste man sich dann auch vor Gericht am Ende streiten. Könnte man bedenken, dass manche Gerichte sagen, ja, der ist ja bereit, sein Vermögen zu verwerten, zumindest was über die 800 Quadratmeter hinausgeht. Und dann könnte man das Jobcenter vielleicht dazu zwingen, das zu übernehmen. Parallel müsste man versuchen, um Bemühungen nachweisen zu können, dass man bereit ist, diesen überflüssigen Teil des Vermögens zu veräußern und zu verwerten, dass man diese 1200 Quadratmeter, die jetzt in diesem Beispiel überzählig sind, so verkauft, dafür einen Käufer findet. Problem ist, ich kann nicht einfach, wenn ich ein Grundstück habe, das im Grundbuch eingetragen ist, 2000 Quadratmeter, davon 1200 verkaufen, sondern ich muss es erst teilen. Was ich aber machen kann, ich könnte einfach eine Anzeige aufsetzen, wo ich sage, ich habe ein Grundstück von 2000 Quadratmetern, bin bereit 1200 davon zu verkaufen und biete folgende Einigung an. Ich erkläre mich bereit, das Grundstück zu teilen und die 1200 an den Käufer zu veräußern. Der Käufer übernimmt dafür vorab die Vermessungs- und Teilungsgebühren und verrechnet das dann mit dem Kaufpreis. Bei so einer Einigung
könnte man dann auch noch das Geld für die Vermessung und Teilung aufbringen, könnte das Grundstück teilen und könnte die 800 Quadratmeter behalten. So wie es im Augenblick aussieht, ist das aber das Äußerste, was man schaffen kann, dass man das Grundstück, das Haus und die 800 Quadratmeter behält. Und den Rest, den man dann abspaltet, den müsste man dann verkaufen, falls das nicht unwirtschaftlich sein sollte. Ich weiß nicht, wer diesen ganzen Kram kaufen soll. Stell dir mal vor, alle 1400 wären betroffen und müssten zumindest die überzähligen Grundstücke und nicht angemessenen Grundstücksteile verkaufen. Wo sind da die Grundstücksspekulanten aus Berlin und Hamburg? Sind die schon bereit? Sind die schon in Kontakt beim Jobcenter? Man weiß es nicht. Aber das ist eine Frage, die mit der Praxis nichts zu tun hat. Sie müssen also Bemühungen unternehmen, das Grundstück zu teilen. Entweder indem Sie einen finden, einen Käufer, der die Grundstückteilungsgebühren übernimmt von dem überzähligen Teil, oder indem Sie das Jobcenter gerichtlich zwingen, diese Teilungsgebühren zu übernehmen. Wir werden im Kreistag auch nochmal einen Antrag stellen, dass das Jobcenter das gefälligst zu machen hat, wenn es schon will, dass die Leute ihre Grundstücke teilen. Leider ist das Äußerste, was nach der Rechtslage zu erreichen ist, die 800 Quadratmeter Hausgrundstück zu verteidigen und das Haus selber auch. Aber so etwa müsste man das machen. Meine Sprechstunde ist in meinem Abgeordnetenbüro jeden Montag von 10 bis 18 Uhr. Wer Fragen hat, kann da gerne vorbeikommen. Hier in Mückenburg hat das Jobcenter den vorläufigen Höhepunkt seiner Menschenfeindlichkeit erreicht. Hier gibt es einen Bürger, dem man auch die Leistung gestrichen hat, weil er ein Häuschen hat und der deswegen als vermögend eingestuft wurde. Er ist schwer krank und da man ihm die Leistung total gestrichen hat, kann er sich noch nicht mal seine Krankenversorgung leisten, inklusive der benötigten Herzmedikamente. Das Jobcenter ist der Hauptverantwortliche für diesen Skandal, aber moralisch versagt haben alle. Als die ersten Betroffenen in meinem Bürgerbüro erschienen und mir den Sachverhalt erklärten, hat die NPD-Fraktion im Kreistag sofort einen Antrag gestellt, am 20. April dieses Jahres, dass das Jobcenter diese Praxis einstellen solle und den Leuten ihre Häuser lassen solle. Dagegen haben alle Parteien gestimmt. CDU, SPD, Grüne und auch die Linke. Die Linke spielt sich jetzt auch auf als Retter in dieser Sache und möchte dem Bürger gerne zur Hilfe kommen. Aber gegen unseren Antrag hat sie gestimmt. Und es sei nochmal daran erinnert, dass es eine linke Landrätin ist, die das Ganze veranstaltet. Wir haben es dann noch einmal im Landtag zur Sprache gebracht. Da haben auch alle dagegen gestimmt. Und der Gegenredner von der CDU, Herr Schubert, meinte, ich würde nur Unsinn erzählen, das würde alles gar nicht stimmen. Weil er offensichtlich keine Ahnung hat, was in seinem eigenen Wahlkreis vor sich geht. Die Presse hat alles totgeschwiegen. Sie hätten das schon am 20. April aufgreifen können und sich mal hier umsehen können, ob das stimmt. Und den Bürgern zur Seite stehen können. Das wäre ja ihre Aufgabe als Presse eigentlich. Sie haben es totgeschwiegen. Sie haben es auch totgeschwiegen nach unserer Landtagsrede. Erst als wir die Betroffenen zum Bürgerbeauftragten geschickt haben, da hat sich was bewegt. Ich hatte am Montag meinen Sprechtag, der Bürgerbeauftragte hatte seinen am Dienstag. Und da sind die ganzen Leute hin. Und der Bürgerbeauftragte nimmt seinen Job sowohl zumindest einigermaßen ernst und hat das an die Presse gebracht. Und jetzt ist der Nordkurier aufgesprungen und hat da schon mehrere große Geschichten draus gemacht. Tut so, als ob er das aufgedeckt hätte. Aber was soll's, wir sind jedenfalls ganz zufrieden damit. Auch wenn wir die dahin prügeln mussten, den Nordkurier und den Bürgerbeauftragten, so haben wir zumindest erreicht, dass dieser Skandal nicht länger totgeschwiegen wird. Und wir hoffen, so viel politischen Druck aufbauen zu können, auch im Lichte der Landtagswahl nächstes Jahr, dass das Jobcenter davon wieder ablässt. Denn sie müssten dafür einen hohen politischen Preis bezahlen. Es sind ja nicht nur die Bürger, die unmittelbar betroffen sind, der eine herzkranke Bürger hier, sondern es sind auch die ganzen Nachbarn, die das als Skandal empfinden. Das ganze Dorf wird auf die Barrikaden gehen. Hier ist noch Nachbarschaft, hier halten die Leute noch zusammen. Und wenn einer oder gar wie in Blesewitz drei Familien vertrieben werden sollen, dann geht das ganze Dorf an und wird hier größte Unruhe auslösen. Da könnten die einen ganz schön hohen politischen Preis bezahlen. Und hinzufügen muss man noch, das Ganze ist ja nicht nur menschenfeindlich, das Ganze ist auch dämlich. Denn wo ist denn die Ersparnis langfristig? Nehmen wir mal an, es gelingt mir jetzt, jemanden aus seinem Haus zu vertreiben als Jobcenter und der hat dann löst einen Kaufpreis von, sagen wir mal, 7.000 Euro über seinem Schonvermögen. Dann lebt er eine Weile davon. Das ist aber relativ schnell weg, zumal er
wenn er Vermögen hat, nicht von Hartz-IV-Regelsätzen leben muss, die er sich selber zuteilt. Er kann das ausgeben, wie er will, solange er es nicht vergeudet. Dann hat er es ein paar Monate zur Verfügung, das Geld. Dann nach 3-4 Monaten kommt er wieder. Dann muss er in eine Mietwohnung umziehen von seinem Haus. Und die ist viel teurer für das Jobcenter als das Haus. Normaler Hauseigentümer kriegt etwa 150 Euro Kosten der Unterkunft und Heizung im Monat. Normaler Mieter, wenn das jetzt eine Familie ist, sagen wir mal vierköpfig, zahlt locker eine Miete von 400-500 Euro. Dann zahlt das dämliche Jobcenter jeden Monat 300-400 Euro drauf, sobald der das Vermögen verbraucht hat, das ihn der Hausverkauf eingebracht hat. Und das ist schon mittelfristig, schon im Zeitrahmen von 1-2 Jahren, ein Minusgeschäft. Und dann zahlt der Steuerzahler mehr. Was soll der ganze Schwachsinn? Und wie kann man gleichzeitig Willkommenskultur für Ausländer predigen und Mitleid für arme Flüchtlinge, wenn man die eigenen Leute so behandelt und sie aus ihren Häusern und aus ihren Ortschaften vertreibt?